Cheerio, Freunde. Ich bin der Kürbis Brain oder einfach Janik und möchte euch nur ein kleines Shoutout am Anfang geben, dass das hier eine Stream-Aufzeichnung ist. Aber Pony Island ist so ein unfassbar gutes Spiel, dass ich es unbedingt auf den Let's Play-Channel bringen wollte. Also viel Spaß mit diesem vielleicht nicht unfassbar 4K-Auflösungsvideo. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß beim Zusehen des Videos. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Video findet, während ihr es schaut. Und wenn es euch gefällt, lasst doch ein Däumchen nach oben da. Wir sehen uns. Pony Lasers. Okay, mit Rechtsklick. Oh. Geh da nochmal rein und stell's aus. Weißt du was? Nee. Parental Controls. Machen wir, können wir gleich einstellen. Was ist das hier? Chat History. Hallo, Dickhand. Och Mann, warum habe ich mich Dickhunter genannt? Es ist so verwirrend. Ja, ich bin genauso verwirrt wie ihr. Keine Angst. Cold Storage. Be a kind soul, just take one. Das könnten halt Steam Keys sein, das wäre super witzig. Weil dann würde ich euch jetzt gerade einen Batzen Steam Keys zeigen. Von euch kann gerne mal einer ausprobieren, ob das ein Steam Key ist. Keine Ahnung. Ich dachte schon, dass das ein Spiel mit einer verzwickten Story ist. Aber eventuell ist das auch ein Code, den wir brauchen bei diesem komischen Satan, wo wir reingehen können. Ich weiß es nicht. Also ihr könnt jetzt gerne mal eben kurz hier einen abschreiben. Also das wäre super doof, wenn die hier alle Codes reinpacken für ein Game. Das wäre voll verwirrend. Stellt euch vor, hier sind jetzt so Free Games drin. Wäre das witzig. Ich fände es so lustig. Gut. Hier gibt es aber auch nirgendwo einen Glitch oder so, ne? This stream was sponsored by dickhunter.com. Das ist richtig. Gut. Doppelter Produktschlüssel. Ja, Daniel, wäre ganz cool, wenn du ein bisschen weniger hilfst. Ist, also, trotzdem danke auf jeden Fall, aber... Ne? Doppelter Produktschlüssel, okay. Das heißt, dass das wirklich echte Keys sind. Was? Krass. Vielleicht haben die sogar wirklich mal funktioniert. Passwort-Info. Baphomet. Ach, ist das dann das Passwort? Baphomet. Well, let's look at him. Baphomet. Correct. What the fuck? Das passt überhaupt nicht in das Spiel. Now you may ask one of who was I, when did I die, who killed me? Satan? You may ask only one. Who killed me? His name was Abu al-Kindi. He fought for his city. Okay. Abu al-Kindi. That is all for now. Enter back to leave. Kann ich jetzt nicht nochmal rein? Okay. Abu al... Merkt euch das mal bitte. Dann muss ich mir das jetzt nicht aufschreiben. Abu al-Kindi. Er hat für seine Stadt gekämpft. Okay. Gut. Merkt euch das bitte. Ich verpasse sowas ja gerne. So. So. Jetzt, wo wir richtig kämpfen können, können wir auch weitermachen. Boah, jetzt wird dein Spiel wieder ziemlich einfach, lieber Entwickler von Pony Island. Oh, da ist ein Free Ticket. Boah. Das Spiel ist super interessant. Ich finde das richtig awesome. Oh. Continue. Oh, jetzt kommt hier noch epischer Regen zu. Nebenbei auch immer noch diesen ganzen Dings-Ausschau halten. Nach diesen Glitches, ob hier vielleicht irgendwo welche sind. Wird ja gerne mal gut versteckt. Was passiert eigentlich, wenn ich so lange Rechtsklick drücke, bis da das Ding in meinem Bauch aufgeht? Weiß es nicht.
Oh Gott. Ach, da war ein kurzer Sprung zwischen. You cheater. Oder you cheated. Junge! What? You must die. No. Ich hab's reingeschafft. Es sieht so aus, als ob er gerade distracted ist. Das ist deine einzige Chance. This is it. This is the core. Azazel. That looks like a demon over there. Und dafür braucht man Schlüssel dann. Krass, ist das geil gemacht, ey. Komisch. Oh Gott. Wir haben Azazel abgebootet und nicht die Core-Files geschlossen. Greetings, mortal. I was created to guard this. Okay. Well. Dann werden wir uns jetzt mal hier so ein bisschen... Oh, hallo. So, unlock, mein Freund. Child's play. You will not break another one. Okay, wir müssen jetzt also gegen ihn kämpfen. Wir sind schon fast 200 Leute hier im Stream. Ich find's richtig cool, dass ihr alle dabei seid. Freut mich richtig. Echt cool. So, weiter geht's mit dem nächsten. Okay, das ist, glaube ich, jetzt nach und nach, ne? Ich setz ein, er setzt ein. Okay. Ein guter Freund. You have luck on your side. Ach, wir haben Glück auf unserer Seite. But I am greater mind. Können wir jetzt nicht... Guck mal, hier unten ist doch eigentlich keine Wand mehr. Aber da können wir leider noch nicht rein. Okay, gut, dann wollen wir mal schauen. Was passiert, wenn wir da reinklicken? Oh Gott, das ist ja... Boah, das wird ja immer schwieriger. Wundert mich jetzt auch total, dass es immer schwieriger wird. Nach rechts müssen wir ja auch. Könnten auch. Hier unten rüber. Ja, das läuft in eine gute Richtung. Genau so will ich das haben. Ja, genau. Genau so eigentlich. Ja, jetzt kann er setzen, wo er will, und das ist eigentlich komplett Wurst. Zip, 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 unlock. Okay. Puh. Du bist nicht... Okay. Du wirst dein Meister nicht enttäuschen. Mhm. Gut. Okay, was sind das für Teile? Da dürfen die bestimmt nicht rein, oder? Das sind bestimmt irgendwie so Arschteile. Sind die Teile ausgesetzt? Sind die deswegen schwarz? Andere Frage, wie kommen wir dann darüber? Damn, das ist schwierig. Da muss man auf jeden Fall mal schauen, was jetzt die schwarzen Teile sind. Die kann ich jetzt schlecht schon jetzt wissen, was die machen. Das ist einfach, glaube ich, pures Herausfinden jetzt gleich. Gut, nach rechts müssen wir auf jeden Fall rüber. Ja, nicht... Nein! Ah, dann können wir die auch nicht mehr rausziehen. Ah, I see. Das ist arschig. Das heißt, er kann uns die Teile gut verbauen. Oder wir verbauen uns die gleich schon. Sofort da reinsetzen, wo sie auch hin sollen. Okay.
den mal da rein. Ich weiß halt wirklich nicht, ob der da sitzen darf. Nicht da rein. Nein! Scheiße, den brauchten wir. Okay, nochmal. Doch, ich hab's richtig gemacht. Ja, es funktioniert. Oh Gott, ich hab's hingekriegt. Fuck yes. Fool. Your prophet is false. Ach, mein Prophet ist falsch, sagst du? Bye bye. Core files missing. Das klingt, als hätte ich einen fucking Bluescreen. Das ist super gut gemacht. Meltdown. Errungenschaft freigeschaltet. Okay. Hat er die Versuche mitgezählt, du kleiner Arsch. Okay. Oh, Satan-Tag. Anscheinend kann es sich doch noch irgendwie aufraffen. Ach, stimmt, es gibt ja drei Core-Files und eine haben wir jetzt gekillt. Okay. Okay. Weiter geht's. Ja, in welchen wollen wir rein? Passwort. Alphabet? Nein. Corrupted. Kommen wir nicht rein. Hopeless Soul. Help. Guest. Help. Gut. In den Gast kommen wir rein. Walkthrough. Moment, wie Walkthrough? Chat with Lucer and Lucer will force your cursor to Pony Island. After the splash animal, click Start Game. You will fail. Break, click Options under Advanced. Das ist ja witzig. Lucer will pull the screen away from you mockingly. Three code puzzles. Error. Start game with your lasers and blow with enemies. Crack the four puzzles. The key to the later puzzle is making a direct path that uses left-right blockers. After beating the puzzle, the game shuts down for a bit, then boots up. After finding the profile's login screen, click guest and hit the submit button. No password is needed. Click on messenger shortcut to speak with me again. Ist das geil gemacht, dass die Walkthrough genau bis hierhin funktioniert. Alter, ist das fies. Messenger. Please respond when you find this message. Hi. Dick Hunter here. Okay. Good, it's good to see you. That's the Zettel guy. It was mad. False prophet, he said. Haha. Still there? Yeah. You did well with that first core file. However, we still have to deal with the other two. Despite the amount of data, the corrupted secret rule will be increased. It won't be easy for me to open another portal. Das glaube ich. I have an idea. Log into my user prof. 2734. Okay. You made it over. Welcome to my home. Okay. Portal again? Anyways, my plan. Open up the search prox. Okay. Ist offen. Yes, that's the one. Okay. We need to find a program with the worst possible security. Something less than 5% could allow me to open another portal. It would need to be incredibly poorly programmed. Okay. Ein ganz schlecht programmiertes Ding. Least to greatest, da oben ist eins. Da. There, look. PonyIsland.exe. You see what this means? If you want to be free of this machine, you must delve into Pony Island once more. I don't invite you, but it must be done. Okay, wir müssen also nochmal rein. Find Pony Island and play it. As soon as I'm able, I will open a portal for you. The corrupted profile next to mine may be worth investigating. Okay. Was denn der... die Portal... I need you in a program with low security for that to work. Wir haben ja kein Passwort. Damit macht er also seine... 2734. Damit macht er seine Portale auf. Finde ich sehr, sehr interessant. Wir müssen also wieder in Pony Island. Aber wie kommen wir denn hier in Corrupted rein? Hey, Corrupted, sag mal dein... Passwort. Well, ich hab's herausgefunden. Das Tolle ist, dass man hier ein paar Sachen fragen kann, wenn man nicht weiterkommt. Das ist ziemlich cool. Passwort-Backup.
I am Error. Ponys! Ponys ist das für das Erste. Okay, Ponys. Ponys. Oh Gott. Ich will da nicht rein. Ist das weird? Pony Wing. Sure, das sieht auch voll aus wie ein Flügel. Hm. We will see. You're too good for this game. You're mine. Ach, da waren wir ja. Say yes, Master. Welcome back. Oh, er hat uns also wiedererkannt. Wir sind wieder zurück. Here we go on Pony Island.